Heute Morgen in Düsseldorf. Es ist voll im Hauptbahnhof. Viele Pendler, aber auch viele Reisende nutzen das Deutschland-Ticket. Und sie wollen, dass das auch künftig so bleibt. Die 49 Euro finde ich einen fairen Preis. Die Bahn muss ja auch mal investieren, damit es besser läuft. Also in der jetzigen Situation, wo ich es wirklich viel nutze, wäre ich bereit, glaube ich, wirklich bis zu 80, 90 Euro zu zahlen, weil sich das immer noch lohnen würde. 49 Euro wären gerade noch so im Rahmen, denke ich, für mich persönlich. Und viel mehr wäre es jetzt tatsächlich auch nicht. Gerade mal 3 Monate ist es auf dem Markt und schon wackelt das Deutschland-Ticket wieder. Es geht ums Geld. Der Preis von 49 Euro deckt die Kosten nicht, die Bus und Bahn verursachen. Der Staat subventioniert das Ticket. Die Kosten in Höhe von voraussichtlich 3 Milliarden Euro im Jahr teilen sich der Bund und die Bundesländer. Außerdem zahlt der Bund noch eine zusätzliche Milliarde für den ÖPNV. Unklar ist, wie es mit dem Anteil des Bundes im nächsten Jahr weitergeht. Wir haben uns auf ein Verfahren verständigt beim Deutschland-Ticket, dass Bund und Länder 3 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Wenn das nicht reichen sollte, beide hälftig den zusätzlichen Verlust dann auch ausgleichen. Die Länder haben das lange zugesagt, nur leider der Bund bisher nicht. Der Bund, das ist Verkehrsminister Volker Wissing. In einer Stellungnahme gegenüber dem WDR äußert sich sein Ministerium heute so: Wir begrüßen es, dass die Länder bereit sind, ihren Teil zur weiteren Finanzierung des Deutschland-Tickets zu übernehmen. Gleichwohl werden die Diskussionen durch die angespannte Haushaltslage und die damit notwendige Priorisierung des Mitteleinsatzes erschwert. Das heißt, der Bund kann nichts mehr fest zusagen. Bei Verkehrsbetrieben wie beispielsweise in Dortmund sorgt die Aussage für große Beunruhigung. Wenn die Nachschlusspflicht nicht kommt und die Zusage für die 1,5 Milliarden, dann haben wir keine Grundlage mehr, das Ticket 2024 weiterzuführen, weil wir dann wissen, dass wir ein hohes Defizit machen, was wir weder als Verkehrsunternehmen noch die Stadt ausgleichen können. Und dann müssen wir dieses Angebot vom Markt nehmen. Politisches Säbelrasseln oder droht wirklich das aus? Möglicherweise könnte das Ticket auch teurer werden, auch wenn eine Erhöhung aus Sicht von Mobilitätsforschern ein fatales Zeichen wäre. Ja, das 49-Euro-Ticket ist schon in der Diskussion. Es ist schon von den meisten als zu teuer empfunden. Wenn das jetzt schon noch mal diskutiert wird, dass es noch teurer wird, dann wird es natürlich abschreckende Wirkung haben. Also diese Diskussion kommt wirklich zur Unzeit. Verkehrsverbünde und Landesverkehrsminister haben dem Bund jetzt eine Frist gesetzt. Bis Oktober brauchen sie Klarheit in Sachen Finanzierung. Sonst ist das Ticket in der jetzigen Form in Gefahr. Vor allem für Pendler wäre das ein echter Rückschritt.